herzlich willkommen zu Fitorial, Tag 3 unserer Challenge. Wir bringen euch zum Sportler-Mindset in 30 Tagen. Und heute kein Workout, keine Matte. Ihr könnt ganz entspannt Platz nehmen und uns einfach ein bisschen lauschen. Genau, wir sind ja jetzt bei Tag Nummer 3. Wir haben schon 2 Workouts hinter uns. Und jetzt ist ja die Frage, wann muss man eigentlich immer Pause machen oder sollte man immer weiter trainieren? Sollte man natürlich nicht, denn es geht um das Thema Regeneration und die ist tatsächlich extrem wichtig. Auch für den Trainingserfolg wichtig. Exakt. Da muss ich mir auch wirklich an die eigene Nase fassen. Ich bin so ein Kandidat, der das vor allem in der Vergangenheit häufiger mal nicht wahrhaben wollte, der immer gedacht hat, Mehr ist mehr. Und tatsächlich geht das dann so weit irgendwann, dass du von der Leistung einfach nur noch schlechter wirst. Ja. Weil, das kann man jetzt auch mal ein bisschen sporttheoretisch erklären, es ist ja meistens so, wir machen eine Anstrengung und der Muskel merkt auf einmal so, oh, er muss hier was leisten. Und in der Regel geht man in eine leichte Überanstrengung. Und dann merkt der Körper, so geht's eigentlich nicht, wir müssen hier was draufpacken. So, das Draufpacken, das kostet den Körper aber Kraft. Der braucht dafür Essen, der braucht dafür Zeit. Und es hilft halt nicht, wenn wir immer weiter draufschlagen. Ja, deswegen machen wir jetzt erstmal am dritten Tag ein bisschen Pause. Grundsätzlich geht es ja darum, dass wir mehr Leistung aus unserem Körper rausholen wollen. So, das geht aber nicht immer weiter nur steil nach oben, sondern das ist meistens von der Entwicklung eher wie eine Treppe oder so zu sehen. Das heißt, wir steigern uns ein bisschen, dann haben wir aber eine gewisse Plateauphase. Da geht es erstmal nicht weiter. Also da haben wir vielleicht eine Woche oder manchmal auch länger. Passiert eigentlich nicht viel. Man hat das Gefühl, es wird nicht besser. Und da ist eben auch das Thema Regeneration und Pause sehr, sehr wichtig. Das habe ich zum Beispiel auch sehr häufig gemerkt, wenn es dann um starke Leistungen im Bereich Klimmzüge und so weiter ging. Ich dachte so, es wird nicht besser. Und dann der Klassiker, vor Corona bin ich irgendwann mal krank geworden. Und dann lag ich 2 Wochen flach, konnte 2 Wochen gar nicht trainieren. Und man kennt das so fanatische Sportler wie ich damals, heute bin ich viel besser, viel schlauer. Du kriegst sofort Panik, ja. Ja, und denkst, oh nein, ich muss schon wieder alles neu anfangen. Und das stimmt überhaupt nicht. Du lagst 2 Wochen flach, gehst dann nochmal irgendwie danach zum Training und merkst, hey, warte mal, das geht viel besser. Ja? Also diese 2 Wochen Pausen waren mal nötig, die waren richtig nötig. Und das zeigt halt wieder es gibt die Plateauphasen, da müssen wir dem Körper auch wieder ein bisschen Ruhe geben und dann geht's weiter. Und jetzt sprichst du von Regeneration. Wie sieht das denn aus? Einfach nur nichts machen? Ja, gute Frage. Es gibt, finde ich, immer so aktive Regeneration und passive Regeneration. Passiv ist klar, das wäre dann tatsächlich, ich lege mich pennen und lasse den Körper mal machen. Das kann man natürlich machen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, aktiv was zu tun. Und die Möglichkeiten da sind wirklich unbegrenzt. Man muss auch dazu sagen, die Industrie ist auch immer interessiert daran, viel zu verkaufen. Ja, also das kann von irgendwelchen Bändern, das kann von Terraguns sein, diese Massagepistolen, das können Faszienrollen sein. Ich will nicht sagen, dass das, also im Übrigen, ich besitze fast alles davon. Deswegen bin ich vielleicht ein Marketingopfer, aber es hilft mir auch. Und ich möchte das ganze Thema einfach mal so zusammenfassen und sagen, alles, was sich gut anfühlt, hilft. Ja. Ja, und das kann eben die Massage ganz sein. Ob das am Ende jetzt wissenschaftlich geprüft ist, spielt dann gar nicht so eine große Rolle, weil wichtig ist, wie fühlt es sich an? Ja. Hast du das Gefühl, oh, jetzt habe ich das gemacht, jetzt geht es mir besser. Das kann vielleicht ein leichtes Stretching sein, was wir auch noch machen werden in den nächsten Tagen und Wochen. Aber das kann dann zum Beispiel auch mal sein, ich gehe einfach nur in die Sauna. Ich gehe mal schwimmen. All das, was Oder ich mache, Entschuldigung, einen kleinen Spaziergang um den Block. Das kann es ja auch sein. Ne? Genau. Also ich sage, ich fühle mich nach Bewegung, aber nicht nach völliger Auslastung. Richtig. Und wie gesagt, das Thema Regeneration liegt mir besonders am Herzen, weil ich denke, dass ich so ein Kandidat eben bin, der das in seiner ganzen Laufbahn manchmal etwas vernachlässigt hat. Und deswegen ist mir das so wichtig, euch das mitzugeben, dass ihr wirklich da einfach aktiv sagt, so, okay, guck mal, gestern hatte ich
das Workout, gestern habe ich was Sportliches gemacht und heute will ich mich regenerieren und das kann auch gerne aktiv sein, wie du ja gerade gesagt hast, spazieren gehen, sich was Gutes tun, aber nicht so, sondern eben leichte Bewegung. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch so von Typ zu Typ unterschiedlich, ob einem das leichter oder schwerer fällt. Also wenn ich so an uns beide denke, wir sind sehr unterschiedliche Trainingstypen. Nicht nur von dem, was wir machen, sondern auch, wie wir eben unser Training strukturieren. Also bei mir ist es super strukturiert. Und ich weiß genau, an welchem Tag in der Woche ich welches Training mache. Bei mir sind es ja auch viel die Kurse. Dann ist natürlich eh schon vorgezeichnet, was ich auch an Übungen mache. Und ob es eben mehr in Richtung Yoga Pilates geht oder ob ich tanze, das heißt Cardio-Training mache etc. Und der Sinan ist mehr so ein Typ, worauf habe ich denn heute Lust? Und da muss man natürlich viel mehr gucken, dass man die Regeneration nicht vernachlässigt, während sich das bei meinem Trainingsplan einfach schon durch die Planung eben von alleine ergibt. Exakt, also ich trainiere intuitiv und deswegen muss man dann eben auch gucken, wie regeneriere ich, das mache ich auch intuitiv und das werden wir euch beibringen. Dann würde ich sagen, das war es eigentlich für heute schon. Ja. Habt ihr mal Glück gehabt, heute kein Workout. Dann sehen wir uns morgen wieder. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss.